Hallo und herzlich willkommen zu dieser EFT-Klopfanleitung. EFT bedeutet Emotional Freedom Techniques und wir werden verschiedene Energiepunkte am Körper klopfen, sie dadurch stimulieren, den Energiefluss in Gang bringen und uns um blockierende Glaubenssätze bzw. neue Glaubenssätze kümmern. Du kannst das dann auch super easy peasy mit deinen eigenen Sätzen machen. Ich zeige dir einmal, wie es jetzt geht. Und zwar starten wir mit dem Handkantenpunkt. Auch wenn ich denke, dass es eine Schwäche ist, sich Unterstützung zu holen, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Auch wenn ich denke, dass es eine Schwäche ist, sich Unterstützung zu holen, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Auch wenn ich denke, dass es eine Schwäche ist, sich Unterstützung zu holen, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Übrigens ist es egal, ob du rechts oder links arbeitest. Ich nehme jetzt einmal die Brille ab, damit ich die Punkte besser treffen kann. Und zwar starten wir hier vorne an der Augenbraue. Es ist schwach, um Hilfe zu bitten. Ich habe keine Zeit dafür. Was soll denn nur mein Umfeld denken? Das funktioniert für mich nicht. Das schaffe ich nicht. Andere brauchen doch auch keine Hilfe. Das bringt mich doch nicht weiter. Davon machen wir 3 Runden. Es ist schwach, um Hilfe zu bitten. Ich habe keine Zeit dafür. Was soll denn mein Umfeld denken? Das funktioniert für mich nicht. Das schaffe ich nicht. Andere brauchen doch auch keine Hilfe. Das bringt mich doch nicht weiter. Es ist schwach, um Hilfe zu bitten. Ich habe keine Zeit dafür. Was soll denn mein Umfeld denken? Das funktioniert für mich nicht. Das schaffe ich nicht. Andere brauchen doch auch keine Hilfe. Das bringt mich doch nicht weiter. Und jetzt atmen wir einmal tief ein und aus. Und beim Ausatmen lässt du all diese negativen Sätze nochmal bewusst gehen, aus deinem Körper ausströmen. Und in der neuen Runde gehen wir dazu über, jetzt positive neue Sätze zu klopfen. Wir haben jetzt die negativen Sätze befreit und ersetzen sie jetzt durch neue. Es ist stark, um Hilfe zu bitten. Ich bin es mir wert. Unterstützung ist etwas Gutes. Ich kann alles schaffen. Wenn es möglich ist, wird es passieren. Was, wenn das der Wendepunkt für mich ist? Ich verdiene es. Wieder 3 Runden. Es ist stark, um Hilfe zu bitten. Ich bin es mir wert. Unterstützung ist etwas Gutes. Ich kann alles schaffen. Wenn es möglich ist, wird es passieren. Was, wenn das der Wendepunkt für mich ist? Ich verdiene es. Es ist stark, um Hilfe zu bitten. Ich bin es mir wert. Unterstützung ist etwas Gutes. Ich kann alles schaffen. Wenn es möglich ist, wird es passieren. Was, wenn das der Wendepunkt für mich ist? Ich verdiene es. Und dann leg deine Hände auf dein Herz. Atme nochmal tief ein und aus und spüre die Veränderung. Wende diese Übung gerne täglich an oder so oft, wie du dich geleitet fühlst, und du kannst meine Sätze sehr gerne auch gegen deine Sätze austauschen. Viel Spaß damit!